Wir haben es geschafft, die Sonne zu berühren. Wenn ich wir sage, meine ich die Parker Solarprobe der NASA. Und mit berührt meine ich, dass die Sonde in die äußere Schicht unseres Sterns eingedrungen ist. Und sie hat überlebt. Das geschah im April 21. Aber Wissenschaftler erzählten der Welt erst Ende Dezember von der Landung. Bei der ganzen Initiative geht es nicht darum, der Liste eine neue Errungenschaft hinzuzufügen. Die Aufgabe der Sonde bestand darin, die Funktionsweise der Sonne gründlich zu untersuchen, um uns dabei zu helfen, ihre zerstörerischen Eruptionen besser zu verstehen. In diesem Video erzähle ich dir, warum geht der Sonnenwind manchmal in die entgegengesetzte Richtung? Welche anderen Geheimnisse wird die Sonde im Inneren der Sonne lüften? Und welche anderen gefährlichen Anomalien können Sterne verbergen? Welche seltsamen Dinge bemerkte die Parker Solarprobe, nachdem sie die Sonne berührt hatte? Tatsächlich funktioniert unser Stern auf einfache Weise. Wasserstoff in seinem Kern verwandelt sich in Helium. Der Treibstoffverbrauch beträgt 700 Milliarden Tonnen pro Sekunde, was der Masse von 100.000 ägyptischen großen Pyramiden entspricht. Es gibt jedoch einen Haken. Die Sonne gibt ihre Energie ungleichmäßig ab. Ein Massenauswurf der Sonne ist die schlimmste anormale Katastrophe. Wenn der die Erde trifft, kann es alle unsere elektronischen Geräte deaktivieren. Und wir wissen einfach nicht, wie wir diese Eruptionen vorhersagen sollen, da wir die Seite des Sterns, auf der sie auftreten, von unserem Planeten aus nicht sehen können. Die Parker Solarprobe tauchte genau in diese Korona und deren Plasmaströme ein und maß Temperaturen um die 800.000 Grad. Die Sonde verließ diese Zone jedoch wieder und blieb dabei auf ihrem Kurs. Das liegt daran, dass die Sternkorona eigentlich keine Kugel ist, sondern eine anormale Form hat. Es lässt die Sonne eher wie einen verbeulten Golfball aussehen. Die Parker Solarprobe flog durch ein paar ähnliche Objekte und fand eine weitere Anomalie. Serpentinen des Sonnenwindes. Teilchenstrahlen wenden sich plötzlich der Sonne zu, nur um bald wieder umzukehren und davonzufliegen. Das kommt einer Welle gleich, die sich bis zum Ende einer Peitsche bewegt. Aber wie macht die Sonne diesen Trick? Alle Antworten liegen unter der Oberfläche. Was wird unsere Sonde im Inneren der Sonne finden? Leider benötigt sie für einen solchen Sturz mehr als nur ein Kohlenstoffhitzeschild. Verbessern wir die Sonde, indem wir sie in eine schützende Warpblase legen. Jetzt kann sie sicher abstürzen. Wenn wir uns an der Korona vorbei und weiter nach unten bewegen, wird die Luft um uns herum etwas kälter. In der Photosphäre zeigt unser Thermometer nur 2200 Grad an. Wissenschaftler haben Mühe zu erklären, warum es so große Temperaturschwankungen gibt. Die Sonde wird auch wunderschöne Sonnengranulationen sehen. Die kleinste dieser Zellen hat die Größe von Texas. Ihre Grenzen sind genau dort, wo solche Anomalien wie Serpentinen des Sonnenwinds auftreten. Erhitztes Plasma gelangt hierher aus der Konvektionszone. Das ist eine Schicht der Sonne, die 200.000 Kilometer dick ist. Dies ist auch ein Ort, an dem die Materie ständig durchmischt wird, genau wie kochendes Wasser. Allerdings ist der Druck unterhalb der Konvektionszone so hoch, dass sich dort kein Plasma mehr bewegen kann. Das ist eine Strahlungszone. Wasserstoffatome sind hier so dicht gepackt, dass sie nur Photonen austauschen können. Es ist, als hätten Spieler den Baseball gepitcht und die Basen nie verlassen. Außerdem können die Bälle in alle Richtungen geworfen werden. Deshalb kann ein Photon jahrtausende lang im Zickzack auf die Sonnenoberfläche zufliegen. Nun stellt sich heraus, dass das Sonnenlicht, das wir heute sehen, lange vor dem Bau der großen Pyramiden geboren wurde. Es entstand im Kern, wo sich Wasserstoff bei einer Temperatur von über 8 Millionen Grad in Helium verwandelt. Und der Punkt ist, dass einige Wissenschaftler glauben, dass es unter solch höllischen Bedingungen anormale Lebensformen geben könnte. Physiker der City University of New York haben eine etwas verrückte Theorie aufgestellt. Sie glauben, dass es im Inneren von Sternen Organismen geben könnte, deren DNA aus geladenen Plasmateilchen besteht. Kreaturen wie diese können sich möglicherweise von der Energie ernähren, die durch Kernreaktionen freigesetzt wird, was die abnormalen Helligkeitsschwankungen einiger Sterne erklären könnte. Sollen wir also unsere Sonde dorthin schicken? Wie funktionieren Sterne, die sich von unserer Sonne unterscheiden? Und welche Anomalien sind dort zu finden? Unser nächster Nachbar ist Proxima Centauri.
ein roter Zwerg. Solche Sterne sind normalerweise 10-mal kleiner als die Sonne. Ihre Oberflächen erreichen 2000 Grad Celsius. Das Innere dieses Sterns wird fast vollständig von einer konventionellen Zone eingenommen, in der sowohl Wasserstoff als auch Helium zirkulieren. Apropos Sonne. Praktisch, ihr gesamtes Helium befindet sich in ihrem Kern. Das geringe Gewicht des roten Zwergs führt zu einer Anomalie. Er hat überhaupt keine Strahlungszone, sodass Photonen jahrtausende lang keinen Ort haben, an dem sie herumstreunen können. Selbst in seinem Kern, der die Größe eines Jupiter-ähnlichen Planeten hat, wird Plasma gründlich durchmischt und es ist hier nur 2-mal heißer als an der Oberfläche. Der rote Zwerg leuchtet nicht hell, aber er leuchtet lange. Aber was, wenn wir in einen großen Stern eintauchen? Zum Beispiel in Sirius A. Er befindet sich auch nicht weit von uns entfernt und ist 2-mal schwerer als die Sonne. Dieser blau-weiße Stern ist 25-mal heller als unsere Sonne und seine Oberfläche ist 1,5-mal heißer. Unterhalb der Photosphäre stoßen wir sofort auf die Strahlungszone mit ihren abprallenden Photonen. Und wenn es um die Sonne geht, ist diese Zone viel tiefer. Darunter befindet sich eine Konvektionszone, in der sich das Plasma vermischt. Die weißen und blauen Sterne strahlen so viel Energie aus, dass sie buchstäblich umgekrempelt werden. Sie kennen die Kunst der Sparsamkeit nicht. Also brennen sie dutzende Male schneller aus als ein zum Beispiel gelber Stern wie unsere Sonne. Als Ergebnis bleibt von ihnen nur noch der Kern übrig. Diese Sterne sind die ungewöhnlichsten Orte. Welche ungewöhnlichen Dinge wird die Sonde in diesen Sternenkörpern finden? Die meisten von ihnen sind weiße Zwerge. Diese stumpfe Kugel hat die Größe der Erde, aber ihre Masse entspricht fast der der Sonne. Und die Oberfläche ist unglaublich heiß, 100.000 Grad Celsius. Diese Wärme stammt eindeutig nicht von den Wasserstoff- und Heliumrückständen, die die oberen 10 Kilometer des Sterns bedecken. Die Sonde trifft auf den Kern, der aus einer sehr seltsamen Substanz besteht, wenn sie sich nach unten bewegt. Dies ist eine Kugel aus stark komprimierten subatomaren Teilchen. Protonen, Neutronen und Elektronen, wie ein Schrottplatz. Es gibt keine Kernreaktion. Der weiße Zwerg kühlt nur für Milliarden von Jahren ab. Der massive Stern verwandelt sich in eine exotische Leiche. Ein Neutronenstern hat einen Durchmesser von nicht mehr als 15 Kilometern und eine Temperatur von 1 Million Grad. Zunächst berührt die Sonde die fingerdicke Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium. Dann gelangt sie zur äußeren Kruste, die aus subatomaren Teilchen besteht, genau wie der Kern des weißen Zwergs. Beim Auftreten der zweiten Schicht der Kruste werden wir von einer dicken Neutronensuppe begrüßt. So dick, dass ein Löffel einer solchen Suppe so viel wiegt wie 20 große Pyramiden. Im Kern eines Neutronensterns scheinen unsere herkömmlichen physikalischen Gesetze nicht mehr zu gelten. Wir wissen einfach nicht, was in dieser anomalen Zone passiert. Wie auch immer, angesichts einer so intensiven Schwerkraft wird sogar unsere Schutzblase implodieren und dann wird die Sonde in diesem seltsamen Stern schmelzen. Oder doch nicht? Vielleicht wird sie ja von einer noch seltsameren interstellaren Lebensform gerettet? Ich frage mich, was diese Außerirdischen über unsere Sonde denken würden. Ich denke, wenn jemand diesen Typen sagen würde, dass die Sonde von intelligenten Wesen geschickt wurde, die auf einem kleinen Planeten jenseits der Sterne leben, dann würden sie es für eine wilde Verschwörungstheorie halten. Und vielleicht haben sie sogar ihr eigenes Riddle, das ihnen Geschichten über die unglaublichsten und anormalsten Sterne wie unsere Sonne erzählt.